Willkommen zu einem weiteren Ghost of Tsushima Shrine Guide und heute mit dem Steindrachenschrein. Der befindet sich hier und auf der Karte könnt ihr das ganz gut erkennen, wo der ist. Und ich finde, es ist einer der schwereren Schreine. Also am Anfang müsst ihr hier durch das Tor, dann mit dem Enterhaken, den ihr automatisch im Storyverlauf bekommt, euch hier drauf schwingen und dann hier auf die Felskante. Dann müsst ihr hier runter und vorne seht ihr so Baumstämme. Da müsst ihr drauf springen. Das ist ein bisschen tricky, aber es klappt. Und ja, dann springt ihr hier weiter. Lauft außen rum links. Wieder mit dem Enterhaken schwingen. Jetzt müsst ihr nach unten. Hier drauf, damit ihr nicht komplett sterbt, wenn ihr direkt runter springt. So, dann springt ihr noch weiter runter. Hier gibt es noch ein paar Sachen einzusammeln, die jetzt weg sind. Dann geht ihr hier wieder auf der anderen Seite hoch. Wieder hoch. Und nehmt den rechten Weg hier über die kaputte Brücke, wo ihr euch wieder mit dem Enterhaken festhalten könnt. Und dann springt ihr auf der anderen Seite wieder rüber. Das sieht voll genauso aus wie eben, aber es ist wirklich eine andere Stelle. Dann müsst ihr hier nach oben schauen, weil da ist ein weiterer Punkt, an dem ihr euch hochziehen könnt mit dem Haken. Dann lauft ihr diesen Weg hier rechts entlang. Enterhaken. Springen. Oder schwingen. Und springen. Wieder Enterhaken benutzen. Und dann müsst ihr euch hier durch dieses Dings da durchquetschen, durch dieses Gestrüpp. Nochmal. Dann sind wir oben und hier ist auch schon der Schrein, Leute. Also, hat euch das Video gefallen? Lasst mir ein Like da, ein Abo wäre auch interessant. Und yo, wir sehen uns im nächsten Video. Viel Spaß mit Ghost of Tsushima.